Salim Inan. Es ist Gaga, sie und es bringt ja nichts. Hingegen, sind sehr viele Leute. Wer wegen Gaga wird, steht im Schilf und gegen Gaga sie. Ist GGG keine Hilfe? Während der Bauarbeiten in der freien Strasse, tief unten, hat ein Bauarbeiter eine römische Münze gefunden. Das bedeutet, es hat also bereits in seiner Epoche so Banken gegeben wie die Credit Suisse, die das Geld verlochen. Aus einer Höhle bei Hölsten, aus dem Aargau und aus Mittelbünden. Aus Zürich, aus Deutschland, sie sind fast unsere Freunde. Sie stehen vor der Kamera, Tele Basel, und bei allem Respekt pflegen sie, so gut sie das können. Unser Dialekt. Beim Vergleich mit diesen Kampfjets da hat Basel gewonnen. Die neuen Abfallkübel glänzen viel mehr an der Sonne. Das wird respektiert und es wird auch verzeiht, wenn aus Versehen einmal jemand etwas reingeht. Verschrocken sind sie. Es hat plötzlich niemand mehr döst, wo sich am Rhein so ein Galgenhäuschen vom Ufer löst. Das zeigt uns, als die städtische Baukommission inklusive Keller ist die natürliche Erosion immer noch schneller. Ab den Freiheitstreichler ist die Schweiz verschrocken. Sie hängen ihre Meinung an die grosse Glocke. Sogar in der Innerschweiz geht es nicht mehr urchig zu. Ein hirnloser Bundesrat trägt die Glocke von einer hornlosen Kuh. Warum
ausgerechnet Reh, die scheuchen Wesen. Der Friedhof Hörnli betreten, zum dort zu essen. Es wird kein einziges das Angebot missen. Ja, Reh sind halt Wiederkäuer und ins Gras ist schon bissen. Präsidium beim FC Basel, es ist ein Sagen. Es ist wenigstens nur ein von beiden Tagen. Aber trotzdem, und das bringt mich fast unter Verstand, ich hoffe nur, sie machen es nicht nacheinander. Post schließt Filiale, das tut weh. Haltstellen streichen BVB. Das bedeutet, so wie die Basel zusammenstauchen, dass wir für einen Lockdown gar kein Virus brauchen. Ciao, Minat.